Strike a Pose, Madonna Supremacy. Große Stars wie Madonna prägen mit ihrer Kunst und ihrer Musik ganze Generationen von Fans und Künstlerinnen. Sie werden verehrt, ernst genommen und nachgeahmt. Ihre finanziellen Ressourcen und ihre Reichweite machen sie zu mächtigen PlayerInnen im Musikgeschäft. Es ist deswegen besonders wichtig, sich mit ihrer Kunst kritisch auseinanderzusetzen, da in diesen kapitalistischen Zusammenhängen nie so ganz klar ist, ob hinter den Botschaften, mit denen sie sich schmücken, ein authentisches oder nur ein kommerzielles Interesse entsteht. Und trotz meines Respekts und meiner Anerkennung für Madonnas Arbeit als Pionierin, finde ich ihre Kunst im rassismuskritischen Sinne nicht ganz unproblematisch. Erste Zweifel befielen mich, als Madonna zwei schwarze Kinder aus Malawi adoptierte. Was auf den ersten Blick vielleicht als gute Tat erscheint, es hat für mich irgendwie immer etwas von Aneignung, wenn große weiße Stars schwarze Kinder adoptieren. Und angesichts der Tatsache, dass Madonna sich von Anfang an schwarzer Musikkultur bedient und davon profitiert, finde ich diese Sache umso stranger. Um den kritischen Blick auf Madonnas kulturelle Aneignung auszuweiten, lohnt es sich, die Dokumentation Strike a Pose von Esther Gold und Raja Swan aus dem Jahr 2016 anzuschauen. Dort berichten ehemalige Tänzer Madonnas, bis auf einen allesamt schwule Man of Color, über ihre Zusammenarbeit mit Madonna in den 90er Jahren. Sie berichten, wie Madonna Kontakt zu ihnen aufnahm, wie sie sich von zwei von ihnen das Musikvideo Vogue choreografieren ließ und sie für ihre spätere Blonde Ambition Tour 1990 castete. Neben den Vorzügen, die mit dem Job als Madonna-Tänzer einherging, die Aufnahme in die glamouröse Welt des Showbusiness mit teuren Designerklamotten, freiem Eintritt in Clubs auf der ganzen Welt, erzählten die Männer auch von den Schattenseiten ihrer Zusammenarbeit mit ihr. In den Aussagen der Tänzer erscheint sie als kalte und rücksichtslose Geschäftsfrau. So hätte sie sich etwa im Zuge der AIDS-Welle der 90er Jahre die queere Identität dieser Männer für eigene Botschaften zu eigen gemacht, um Skandale zu provozieren und Aufmerksamkeit auf sich und ihre Musik zu lenken, um daran vermutlich ganz gut zu verdienen. Als bittere Ironie in der Geschichte hielten mehrere Tänzer ihre HIV-Infizierung geheim, da sie fürchten mussten, gefeuert zu werden, wenn Madonna davon erfuhr. Ein anderer Tänzer beschreibt, wie er für eine Kussszene in Madonnas Film Truth or Dare zu einem Coming-out gezwungen wurde. Seine Einwände übergingen Madonna einfach. Hinter den Slogans Freedom und Express Yourself herrscht eine Atmosphäre der Unfreiheit und des Schweigens, berichtet ein anderer Tänzer mit muslimischem Background. Viele von ihnen wurden alkohol- und drogensüchtig, auch die Tourneen folgten Depressionen und auch materiell bekamen sie von Madonnas Erfolg nicht viel ab. Die Mutter eines schwarzen Künstlers erzählt, wie sie sich von ihrem Job ihres Sohnes ein eigenes Haus versprochen hatte. Nun blieb nur die Hoffnung, dass ihr Sohn erneut von Madonna engagiert wurde. Denn viele der Tänzer berichten davon, dass ihre Karrieren, nachdem Madonna sie fallen ließ, nie wieder in Gang kamen. Entweder wurden sie dafür beneidet, bei der Queen of Pop getanzt zu haben, oder sie wurden aus Hass gegenüber Madonna abgelehnt. Diesen Hass auf Frauen, die sexualisierte Kunst machen, kenne ich ja auch zu gut. In diesem Fall trifft die Schuld wohl die heteronormative, patriarchalische Gesellschaft und nicht Madonna. Strike a Pose erzählt auch davon, wie Madonna zu Beginn ihrer Karriere in den 80er Jahren bewusst den Kontakt zu marginalisierten Schwulen oder speziell zur schwarzen Underground-Szene in Harlem gesucht hat, um sich den Tanzstil des Voguings anzueignen. In der schwarzen homosexuellen Ballroom-Szene entstand der Tanz, der in Anlehnung an die Modezeitschrift Vogue bekannt wurde. Er besteht im Wesentlichen aus linearen und rechtwinkligen Arm- und Beinbewegungen, die an die Posen und die Körperhaltung von Models erinnern. Auch diese Geschichte zeugt von einer paradigmatischen Art vom Phänomen der kulturellen Aneignung durch privilegierte weiße AkteurInnen, die sich People of Color und ihrer Kunst bedienen, zu kommerziellen Zwecken ebenso wie zur Bestätigung ihrer Überlegenheit. Es geht dabei nicht immer um künstlerische Inspiration, wie ein weißer Typ mal bei einer Diskussion über Madonna eingeworfen hat.
Künstlerische Inspiration ist es, wenn sich Madonna beispielsweise von Marilyn Monroes Diamonds Are a Girl's Best Friend Clip beeinflussen lässt. Supremacy ist, wenn sich Madonna als Weiße ganz offensichtlich an schwarzer Musikkultur bedient und dies nicht reflektiert oder diese Aneignung nicht dankend benennt. Dann ist es eine Form von White Supremacy. Madonnas White Supremacy. Word and Squirt. Es macht mich betroffen, wütend und traurig zu erfahren, was hinter der Fassade von Madonnas Bühnenperformances der 90er Jahre ablief. Auf der strukturellen ebenso wie auf der persönlichen Ebene. Ich kenne das Gefühl zu gut und weiß, was es heißt, tief zu fallen, nachdem man auf großen Bühnen gespielt hat. Ich weiß auch, wie es ist, sich aus der Musik- und Glamour-Szene zu isolieren, nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben zu wollen und in die Depression zu stürzen. Für einen Augenblick schämte ich mich dafür, dass Madonna mein großes Kindheitsvorbild gewesen war. Ich hatte mich inspirieren lassen und für mich selbst positive Werte aus ihrer Kunst gezogen. Was heißt das nun? Wenn wir heute über Intersektionalität und inkludierenden Feminismus sprechen, müssen wir uns diese Dinge ganz genau anschauen, ohne erstmal abzublocken und Gründe dafür zu finden, dass es doch übertrieben sei, solche Phänomene zu benennen. Die US-amerikanische Feministin Bell Hooks hat dies bereits in den 90er Jahren getan. In ihrem Artikel Madonna, Sklavenhalterin oder Soul Sister von 1994 thematisiert sie die Problematik der Aneignung und des Konsums schwarzer Kultur durch weiße, weibliche Stars wie Madonna. Diese würden die Nähe zum unanständigen Schwarzsein suchen, von dem weiße, brave Mädchen die Finger lassen. In den Augen weißer oder anderer nicht schwarzer KonsumentInnen verleihe es ihnen eine besondere Note. Sie profitierten also als weiße Frauen davon, dass sie ihre Faszination für das Schwarzsein und ihren Neid zur Schau stellten. Neid, so Hooks weiter, sei immer mit der Bereitschaft verbunden, das begehrte Objekt zu zerstören, auszulöschen, zu übernehmen und zu konsumieren. Und genau das versuche Madonna, wenn sie Aspekte schwarzer Kultur in Beschlag nimmt und vermarktet. Bell Hooks zitiert ein Interview, in dem Madonna diesen Neid sogar zugibt und sagt, sie habe als Kind immer schwarz sein wollen. Darin erkennt Bell Hooks das Zeichen eines weißen Mainstreams, der selbst definiert, was schwarz sein und was schwarze Kultur ist, und dabei die Verletzungen durch Unterdrückung und Ausbeutung von Seiten des alles beherrschenden Machtapparats ignoriert. Madonnas Nachahmung von Schwarzsein und Soul spricht zwar das weiße Publikum an, lässt aber viele schwarze Menschen, die darin nur Verlogenheit und Verfälschung erkennen, kalt. In diesem Zusammenhang thematisiert Hooks auch Madonnas blondierte Haare, die zweifellos einen Beitrag zu ihrem Erfolg leisteten, als rassistisches Symbol einer ästhetischen Überlegenheit, durch das sie weiße Vorherrschaft aufrechterhält und unterstützt. Sie selbst sei kein Madonna-Fan, sagt Hooks, obwohl sie sie dafür bewundere, einen kulturellen Raum geschaffen zu haben, in dem sie sich immer wieder neu erfinden kann und dabei sogar öffentliche Bestätigung erfährt und damit auch noch viel Geld verdient. Neben solch problematischen Seiten Madonnas und auch angesichts ihrer ziemlich mehrheitstauglichen Popmusik könnte man als Frau oder Frau of Color, als Queere oder Transperson von Madonna lernen, sich im eigenen Leben als Protagonistin zu begreifen. Wie Madonna sollte man für sich im eigenen Leben die Hauptrolle beanspruchen und sich entsprechend inszenieren, sich nicht in eine Nebenrolle drängen oder gar zur Komparsin machen lassen, die den Handlungsablauf nicht mitbestimmen kann oder will. Eine Portion von Madonnas Narzissmus und Selbstinszenierung und noch eine weitere von ihrer Wandlungsfähigkeit und der Bereitschaft zur eigenen Neudefinition würde vielen Frauen, Queeren und Transmenschen helfen. Beiseite, Bitch! Meine Pussy braucht Platz, sagen Madonnas Performances für mich aus. Frau muss sie nur zu lesen wissen.
Ich kenne viele Frauen oder queere, trans- und marginalisierte Menschen, die immer wieder zurückstecken, die verzichten, die sich selbst und ihre Rechte nicht wichtig genug nehmen. Oft geht das auch mit Unsichtbarmachung, Rassismus und oder Diskriminierung einher. Ich würde mir wünschen, dass diese Menschen, insbesondere die Marginalisierten unter ihnen, sich mehr trauen und sich ein Stückchen von Madonnas Ehrgeiz und Egoismus aneignen. In jeder Frau und in queeren Menschen steckt ein bisschen Madonna. Man sollte es nur herauskitzeln und auf die eigene Lebenswelt anwenden. Wie den Kitzler aus der Pussy. Kili Kili. Nur so, wie es die eigene Pussy oder der eigene Penis mag. Brauchen wir nicht alle ein bisschen Madonna in uns? Ja.